Also, wenn du vermutest, dass du gegen etwas allergisch bist, gehst du zum Arzt. Am besten einem Allergologen. Hab keine Angst, so schlimm ist das gar nicht. Aber wie können Allergien genau diagnostiziert werden? Nun, zuerst besprecht ihr gemeinsam deine Symptome, also wo sie auftauchen und wann. Danach untersucht der Arzt deine Haut, deine Augen und deine Atmung. Und dann ist es Zeit für einen medizinischen Test. Dies sind die vier üblichsten. Als erstes kommt der Hautpricktest. Bei dem packt der Arzt alle möglichen Allergene auf deinen Arm und piekst sie in die Haut. Auf diese Weise kommen die Allergene mit deinem Immunsystem in Kontakt. Warte 15 Minuten und wenn du empfindlich reagierst, bekommst du eine kleine Schwellung oder Quaddel auf deinem Arm. Dann gibt es einen Bluttest. Der Arzt nimmt ein bisschen Blut ab und schickt es ins Labor. Dort wird geprüft, ob du Antikörper auf bestimmte Allergene bildest. Um zu prüfen, ob du wirklich allergisch bist, gibt es noch den Provokationstest, bei dem der Arzt deine Reaktion auf ein Allergen mithilfe eines Nasensprays, Augentropfen, Bronchialsprays oder Nahrungsmitteln überprüft. Und schließlich, um Kontaktallergien festzustellen, kann der Arzt einen Pflastertest durchführen. Dabei bekommst du Pflaster mit verschiedenen Kammern auf die Haut. In jeder Kammer ist ein Allergen und das bleibt dann für ein oder zwei Tage drauf. Und nach diesen Tests kann der Arzt dir sagen, ob du allergisch bist. Wenn du dann weißt, welches Allergen der Übeltäter ist, kannst du mögliche Behandlungen mit deinem Arzt besprechen.